Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu meinem kleinen Halloween-Special. Zur Feier des Tages dachte ich mir, ich schenke dem virtuellen personifizierten Bösen etwas Aufmerksamkeit und gebe euch diese Liste mit 5 unheimlichen Videospielgegnern. Bevor es jedoch losgeht, ein paar kurze Anmerkungen. Erstens, für dieses Video gilt alles als legitim, was im Kontext des betroffenen Spieles euch gegenüber als feindlich und oder gefährlich aufkommt, egal was es ist. Zweitens, die folgenden 5 Antagonisten sind keineswegs die 5 unheimlichsten Videospielgegner aller Zeiten, sondern lediglich 5 Beispiele, die mir persönlich in den Sinn gekommen sind. Und sie sind darüber hinaus auch nicht in irgendeiner besonderen Reihenfolge angeordnet. Und drittens, bitte behaltet im Hinterkopf, dass dieses Video nur meine Meinung und Erfahrung repräsentiert. Wenn ihr glaubt, dass ihr bessere Vorschläge zum Thema habt, seid ihr herzlich dazu eingeladen, unten in den Kommentaren darüber zu diskutieren. Da das nun geklärt wäre, fangen wir am besten einfach an. Am Anfang unserer Liste heiße ich euch herzlich willkommen in Tiefnest, einem unterirdischen Höhlenabschnitt in der Welt von Hollow Knight, der nicht nur zu den dunkelsten Orten im gesamten Spiel zählt, sondern auch bis zum Bersten mit aggressivem, zu groß geratenem Krabbelgetier aller Art gefüllt ist. Na, großartig. Der bei weitem verstörendste Teil dieses unwirtlichen Lochs erwartet euch jedoch, wenn ihr in der Ferne einem mysteriösen Doppelgänger eures Charakters begegnet, der tief in einen abgelegenen Stollen spaziert. Denn solltet ihr es euch zur Aufgabe machen, ihn zu verfolgen, nun, dann passiert Folgendes. Zugegeben. Gegner, die Gestalt von etwas Harmlosem und oder Hilfreichem annehmen und euch in eine Falle zu locken, sind in Videospielen keine Seltenheit. Trotzdem ist das Konzept einer Riesenspinne, die sich als nahestehende Person ihrer Opfer tarnt, um an ihre Beute zu gelangen, ziemlich verstörend. Und die vielen Leichen auf dem Weg zu Nosks Nest sowie seine hektische Kampfmusik machen das Ganze auch nicht besser. Nosk mag vielleicht nicht die ekelerregendste Kreatur in der Welt von Hollow Knight sein, aber seine verstörende Jagdtaktik und erschreckend hohe Opferzahl sprechen definitiv für sich. Als nächstes gehe ich mal davon aus, dass ich nicht der Einzige bin, der beim Spielen als Kind auf bestimmte Gegner oder Spielabschnitte gestoßen ist, die leicht traumatische Spuren hinterlassen haben. Darum präsentiere ich die Knarren. Unverwundbare, unterirdische Monstrosität mit einem gesunden Appetit auf menschliches Fleisch, allen bewährten Pranken, die massiven Schaden anrichten und den vielleicht monströsesten Brüllgeräuschen, die es jemals in ein Spiel geschafft haben, das ohne Altersbeschränkung freigegeben wurde. Unglücklicherweise stellen die Katakomben, die diese Monster ihr Zuhause nennen, die einzig bekannte Möglichkeit dar, eine massive Wüste zu durchqueren. Mit anderen Worten, gewöhnt euch daran, dieses Gebrüll und Geplänkel darüber, wie lecker frisches Hirn schmeckt, für eine ganze Weile zu hören. Sie sind zwar nicht unbedingt die klügsten und lassen sich dankbarerweise relativ leicht durch laute Gong-Geräusche ablenken, aber jeder Gegnertyp, der es schafft, durch seine bloße Existenz einem Spiel Stealth-Gameplay aufzuzwingen, um vorwärts zu kommen, ist, soweit es mich betrifft, eine ernstzunehmende Bedrohung. Wäre es zu viel verlangt, einmal in eine heruntergekommene Bruchbude geschickt zu werden, in der sich zur Abwechslung kein rachsüchtiger böser Geist befindet? Baron Kane war zu Lebzeiten der Besitzer eines prächtigen Anwesens, das dort stand, wo sich jetzt die Sorgenwiesen befinden. Um sich diesen Lebensstandard leisten zu können, war er jedoch bereit, furchtbare Dinge zu tun. So gab er nicht nur Namen und Standorte von politisch Andersdenkenden an einen tyrannischen Kriegstreiber weiter, womit er indirekt auch für den Tod von Gingers Familie verantwortlich ist. Er war auch gewillt, sein eigenes Personal zu ermorden, damit seine Frau nicht von seinen finsteren Machenschaften mitbekam.
Schlussendlich verließ ihn Korra trotz allem und Kane, von Wut und Hass zerfressen, kehrte nach seinem einsamen Tod als die Monstrosität zurück, die nun die Sorgenwiesen heimsucht. Um überhaupt eine Chance gegen Kane zu haben, müsst ihr für Korra mehrere Gegenstände aus dem Anwesen besorgen, welche euch Kane natürlich nicht freiwillig überlassen wird. Diese Fluchtsequenzen sind bei weitem die stressigsten Momente im gesamten Spiel und unterstreichen hervorragend, dass Kane nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte. Und obwohl es Dust letztlich schafft, Kanes Wut zu besänftigen, hat der Baron bis dahin definitiv einen bleibenden Eindruck als furchteinflößendstes Monster im gesamten Spiel hinterlassen. Bei mir zumindest. Als ob die Zerg, so wie sie sind, nicht schon schlimm genug wären. Alarm! Alarm! Zusammenbruch des Eiweißes! Irgendwie schaffen es Hybridkreaturen fast immer eine größere Bedrohung als ihre genetischen Vorgänger darzustellen. Die Zerg-Protoss-Hybriden aus StarCraft sind da keine Ausnahme. Wann immer diese Viecher im Verlauf der Story auftauchen, stellen sie stets eine ernstzunehmende Gefahr dar. Der Killer-Hybrid, auf den ihr in der Geheimmission Einblicke trefft, ist nur so als Beispiel in jeder Hinsicht komplett unzerstörbar und lässt sich von nichts, was sich ihm in den Weg stellt, davon aufhalten, ein komplettes Labor in Schutt und Asche zu legen. Aber nicht nur, dass die Hybriden um ein Vielfaches stärker und resistenter sind als fast alle Formen von Zerg, die es gibt. Oh nein! Viele von ihnen verfügen auch noch über ein enormes psionisches Potenzial. Der Zerstörer-Hybrid Mar ist nicht nur dazu in der Lage, eine Unterfraktion der Protoss an seinen Willen zu ketten, er kann sogar seinen eigenen Tod regieren, indem er die Lebensenergie gefangener Protoss-Bewahrer abzapft. Und das sind beides Fälle, in denen euch lediglich eine einzelne dieser Kreaturen gegenübersteht. Über die gesamte Galaxie verteilt befinden sich noch zahlreiche weitere dieser wandelnden Albträume. Aber um ehrlich zu sein, sollte einen ihr zerstörerisches Potenzial nicht weiter verwundern. Immerhin sind die Dinger die Schöpfung eines gefallenen Gottes, der eben dieser plant, alles Leben im Universum auszulöschen. Euer Licht ist erloschen. Es ist vorbei. Bisher hatten wir alle möglichen gefährlichen großen Monster auf dieser Liste. Riesenspinnen, böse Geister, Alien-Hybriden. Wie wäre es zum Abschluss mit einem Schulmädchen aus einer Dating-Simulation? Jiffany, ich meine natürlich Monika, ist Präsidentin des namensgebenden Literaturclubs in Doki Doki Literature Club und wirkt auf den ersten Blick für viele von euch vielleicht etwas fehl am Platz. Aber keine Sorge, Villains Wiki definiert Monika nicht umsonst als Hauptantagonistin von DDLC und sie hat es definitiv verdient, hier im Rampenlicht zu stehen. Wie auch ihre Mitschülerinnen ist Monika daran interessiert, den Spieler-Avatar besser kennenzulernen. Das Problem daran ist nur, dass das Spiel euch abgesehen von ein paar Gedichtaustauschsequenzen nicht wirklich die Möglichkeit gibt, irgendwie Zeit mit ihr zu verbringen. Die Lösung? Nun, warum nicht einfach die Realität des Spiels manipulieren, die anderen Charaktere dazu beeinflussen, Selbstmord zu begehen und am Ende dafür sorgen, dass außer ihr selbst nichts mehr im Quellcode existiert, um sicherzugehen, dass euch auch ja keine andere Möglichkeit bleibt, als bis in alle Ewigkeit ihr Freund zu sein. Yep, das dürfte helfen. Monika mag vielleicht äußerlich nicht gerade angsteinflößend sein. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Aber was sie wirklich unheimlich macht, ist ihre Persönlichkeit sowie ihr Verständnis darüber, wie ihre Welt funktioniert. Monika ist sich die ganze Zeit über bewusst, dass sie nur Teil eines Videospiels ist, kann erkennen, wenn ihr Aufnahmesoftware benutzt, um Footage von Doki Doki Literature Club zu bekommen, und ist sogar dazu in der Lage, den echten Namen des Spielers über das Administratorprofil eures Computers herauszufinden. Seht ihr? Ich habe euch doch gesagt, dass sie ihren Platz hier redlich verdient hat. Und das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir unten in den Kommentaren gerne, welche unheimlichen Gegner bei euch einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Ich sehe euch hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, tschüss!